Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren zauberhaften Episode Let's Play Hogwarts Legacy. Oh yeah, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier weiter am Rumlaufen, Forschen und jetzt haben wir endlich einen Geheimgang gefunden. Es war vielleicht doch eine gute Idee, eine Quest von Mr. Weasley, ja. Erinnere mich bitte ein bisschen an Fred und George. Ein kleiner Schelm, der will Zutaten für Zaubertränke haben. Und dafür müssen wir in den Keller von Honigtopf. Und dafür gibt es natürlich einen Geheimgang, ja? Und diesen erforschen wir nach dem Intro. Viel Spaß! So, da sind wir auch schon wieder. Ich sehe aber, wir haben hier noch ein paar Sammlungen und so weiter. Da sollten wir vielleicht mal kurz reinschauen, dass hier alles wieder on point ist. Einmal hier durchscrollen. Hier noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Haben wir noch nicht. Was ist hier? Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Ah, wir haben schon echt ein bisschen was entdeckt, ne? Ein paar Revelio-Seiten. Hier fehlt noch was. Sehe ich hier beim schnellen Durchscrollen noch ein paar Ausrufezeichen. Hier fehlt immer noch was. Das ist immer so die Sache. Ah, hier. Jetzt sollte es das gewesen sein. Genau. Was haben wir hier noch? Ah. Einen neuen Skin. Für unseren Zauberstab. Sehr schön, sehr schön. Ausrüstung. Haben wir stärkere Handschuhe bekommen? Ja. Die hier sind stärker. Da können wir dann natürlich unseren Skin auch wieder drauflegen. Kein Problem. Und wir könnten... Wie sieht er hier aus? Ja, doch, hat was, ne? Hat was. Kann man anbieten. Wir werden nochmal hier... unseren Skin draufsetzen. Bam. So. Weil wir wollen natürlich die Werte haben. Aber unser Aussehen beibehalten. Einfaches Tennis. So, wir befinden uns nun im Geheimgang. Lumos. Und ich... Oh, jetzt wirkt aber Lumos. Sehr gut. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Ja, ist doch kein Problem. Reparo regelt. Oh, ich liebe Zauberei, Freunde. Das hat Spaß. Das scheint gewirkt zu haben. Ja, hat's. Revelio. Da ist noch eine Truhe. Nehmen wir mit. Schaden tut's auf gar keinen Fall. Oh, wow, 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 Vorsicht. Und let's go, würde ich sagen. Let's fetz. Lumos. Lumos ist so schön. Lumos ist so toll. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Ja, mich auch. Muss ich eindeutig zugeben. Okay, weiter im Text. Nox. Ohne ist ein bisschen sehr dunkel, ne? Weil so geht's gerade. Ah. Incendio. Oh.
Ins Handy. Das ist so gar kein Problem für uns. Ah. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Nein, nein, wir sitzen nicht in der Falle. Wir sollen hier Levioso wirken. Aber ich... ja doch, Levioso war richtig. Aber ich würde mich trotzdem gerne hier nochmal umsehen, wenn wir schon mal da sind. Hä? Bin ich jetzt einfach nur im Kreis gerannt? Weil von hier kamen wir doch, oder bin ich jetzt plemplem? Ich laufe doch in die falsche Richtung. Ja, ich laufe eiskalt in die falsche Richtung. Oh, mein Incendio ist echt strong geworden, oder? Oh, ich feiere das gerade ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Ja. Ich bin einfach im Kreis gerannt. Aber wie? Ach so, ich raff's. Jetzt raff ich's. Ja, ist doch kein Problem. Also, Levioso. Levioso. Gar kein Problem. Und dann hier hoch. Okay. So weit, so gut. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Ja, das ist doch Revelio. Gar kein Problem für uns. Also so null. Mittlerweile sind wir gut in Zauberei. Gut, hier im Wasser möchte ich mich ungern aufhalten. Akio. Ah, ne. Entschuldige. Weil dann kann man nämlich so hier rüber jumpen. Perfekt. Reparo. Dann wieder mit Levioso. Levioso, hallo. Geht doch. Okay. Souverän. Sehr souverän. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Davon gehe ich aus. So. Reparo. Und, Levioso. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Okay. Akio. Jetzt vielleicht? Levioso. Das hat geklappt. System gedribbelt, Freunde. System gedribbelt. Lumos. Oh, mein Lumos ist schon saftig hell jetzt. Warum auch immer. Aber es ist super hell. Nox. Solange wir noch sehen, in OBS sieht es auf jeden Fall gut aus. Hier muss der Ausgang sein. Will ich nichts gesagt haben. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Ich denke, das ist relativ ersichtlich, was wir hier machen sollen. Incendio. Einfach voll voll. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Ja. Revelio. Oh. Wir bedienen uns natürlich noch ein bisschen. Wenn wir schon einbrechen, dann machen wir es richtig. Okay. Easy peasy. Einfach mal im Honigtopf einbrechen. Ist aber interessant, dass es diesen Geheimgang schon damals gab. Vor 100 Jahren.
Das ist beeindruckend. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Hör auf die ein. Ein oder andere Weise auf jeden Fall. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Verzierter Hausmantel. Wo finde ich die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth? Revelio. Wenn wir schon mal da sind, ne? Aha! Gut. Ich hab die Billywick-Stachel. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Herzlich willkommen im Honigtopf. Ja. Nom nom. I like. Easy peasy, Leute. Lumos. Ah, hier wirkt der Zauber, seht ihr? Hier wirkt er nicht so krass. Es lag einfach daran, es ist unglaublich dunkel in so einem geheimen Gang. Und dementsprechend ist dort der Lumos-Zauber um Längen stärker. Ja, das ist gut. Das ist gut auf jeden Fall. Bup, 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 bup. Dann wollen wir mal wieder zurück, oder? Ja, wir setzen uns auf unseren Besen und jieten los. Wir machen Yeet, sozusagen. Oh, es ist eine schöne Sache hier. Und da vorne ist auch der Innenhof. Da werden wir wohl landen können, oder? Ja, ich hoff's. Zumindest. Ja, es sollte gehen. Ja, landen wir hier mal ganz geschmeidig. Du bist es. Danke nochmal, dass du meine Koboldsteine gefunden hast. Ich hätte es selbst nie geschafft. Ach, die Dame. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. So, einmal nach oben. Da wird man uns loben. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywick-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet, aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Ich habe ein bisschen Sorge, ja. Auftrag abgeschlossen. Dissendium für Süßes. Geil. Okay, wir sind mittlerweile auf Level 20 angekommen. Aufträge brauchen wir bitte. Entschuldigt bitte. Aufträge. Raum der Wünsche im Schatten der Krypta. Confringo bringt der mir bei. Finde Sebastian, vermutlich am üblichen Ort in der Nähe des Unterrichtsraums, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Confringo ist ein Sprengfluch. Es ist gut. Oh, und wir können an unseren Talenten herumschrauben. Was können wir eigentlich bei Raum der Wünsche machen? Mach dich unverwundbar. Und reflektiert Projektiere. Projektile, so heißt es. Dünger. Okay. Maximaltrank verleiht Angriffen zu. Okay, das geht. Bezieht sich aber wirklich nur auf Kopfschmerzen, ne?
Trank. Okay, das bezieht sich halt wirklich alles auf Tränke. Talente. Schleichen. Gegner können dich schlecht entdecken. Du kannst sprinten, während du Desillusionierung. Desillusionierung. Illusion kann ich ja sagen. Illusion. Ich krieg das nicht ausgesprochen. Alter, das ist doch krank. Was ist das? Petrificus Totalus. Umfasst einen Wirkungsbereich, der Gegner in der Nähe treffen kann. Ah, also wenn man... Oh, Alter, es gibt einfach... Es gibt so viel zu tun. Es gibt so krass viel zu tun. Hallo. Was können wir denn noch an dunklen Künsten hinzufügen? Blutfluch. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Stufe 16. Damit graden wir das sozusagen ab. Wir lernen den Blutfluch. Wir werden immer stärker und stärker. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Was haben wir hier noch? Hier haben wir eine neue Hut. Verbessert uns aber nicht. Einen neuen Umhang. Den können wir noch nicht nutzen. Und der verbessert uns auch nicht. Okay. Ja, was haben wir denn noch? Inventory. Tagebuch, alte Seiten. Huh. Ausrüstung. Ach, hier. Schal. Der verbessert uns. Dann legen wir den an. Und verpassen dem dunkle Künste. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Dann sind wir doch schon ein gutes Stück gewappnet. Halt, hier haben wir auch noch Sammlung. Ist mir was hinzugekommen. Okay. Wo ist das Ausrufezeichen? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Warte mal, was haben wir hier? Pflanzentisch mit einem kleinen Topf. Kleine Getränkestation. Quidditch-Tafel. Ja gut, Quidditch, ja, weiß ich nicht. Haben wir ja nicht. Gut. Dann sind wir da soweit durch. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns der Sache annehmen. Mit Confringo. Oh, so, aber an sich, ne, ich muss sagen, es ist ein unglaublich cooles Spiel. Man verliert unglaublich krass, und das muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, die Zeit in diesem Game ist auch, das spricht schon für sich, ja. Also bei GTA zum Beispiel, als grobes Beispiel einfach, oder auch bei jedem anderen Spiel, da sitze ich nicht so akribisch dran. Auch damals, als ich Rust gesuchtet habe ohne Ende. Auch nicht. Lass mal kurz sie anquatschen hier. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Ja. Ich hoffe, du folgst ihm. Ja. Das habe ich auch in der einen Episode ein bisschen links liegen lassen. War dämlich, weil Hallo, dort wo... wie schön, sie zu sehen. Ja, da wurde mir sogar ein Schlüssel angezeigt. Da habe ich aber es vorgezogen zu pennen. Das Rätsel hier hat mir bereits gelöst. Das ist nicht mehr so das Problem für uns. Rätsel generell. Wir wissen, wie die ganzen Türen aufgehen und so weiter. Also wir kommen ein gutes Stück voran. Auf jeden Fall, man verliert hier sehr die Zeit. Ich habe in den ersten zwei Tagen... seit Release von der Deluxe Edition 27 Folgen vorproduziert. Schlafrhythmus, Alter, wer ist der, ne?
Das ist unglaublich. Aber es macht auch Spaß. Also, ich würde das ja nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Es ist unglaublich geil. Dieses Spiel ist auch durchaus eine Bereicherung für meinen Kanal. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Hier kann ich komplett aufgehen. Weil ein riesen Interessenbereich von mir persönlich einfach abgedeckt wird. Und ich glaube, das merkt man mir auch an, dass ich hier in diesem Game eine wahre Lebensfreude an den Tag lege. Hallo. Gut, wollen wir mal, ne? Sebastian. Ich finde den ein bisschen komisch, den Vogel, aber ja gut. Wo ist der? Revelio. Wo kamst du denn her? Sebastian, lange nicht gesehen. Und doch wieder erkannt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja. Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Eine Krypta? Hier lang. Auftrag gestartet im Schatten der Krypta. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Revelio. Ja. Krypta betreten. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Nicht schlecht. Und ja, das Geheimnis bleibt bei mir. Legere Schuluniform mit Diamantenmuster, das seht ihr nicht. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Drachenlangmantel. Okay, dann erzähl mal. Verbotene Zauber. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Ja. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Ja, warum wohl? Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Ja. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen.
Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ja, let's hetz. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Ja. Also gut. Zack her. Okay, es ist wie ein Z aufgebaut. Ja, dann. Easy. Confringo! Das ist gut, dass wir den können. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Gerne. Konzentriere dich aber auf die Ziele. Neue Zaubersprüche zuweisen. Das machen wir. Das ist der Expelliarmus. Ich hätte ganz gerne ihn. Wo ist denn der Expelliarmus? Confringo. Ah, dann haben wir hier erstmal eine Reihe mit fiesen Zaubern. Oder wir machen das so. So. Die Des... Ah, das war dumm. Das war dumm. Warte mal, wir lassen den hier. Desillusionierung. Setzen wir den. Desillusionierung. Oh, ey. Ich krieg's einfach nicht hin, Freunde. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. Gut. Damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind gut. Gut gemacht. Alter. Wie ist das so? Ein bisschen heiß. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Okay. Sieh nach Sebastian. Okay. Ich danke dir. Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir jetzt an Sachen rankommen, die weiter weg sind. Der Confringo hat eine viel weitere Reichweite. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Es ist fast so viel. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Ja, ich habe, wäre ich jetzt wirklich in der Zaubererwelt, durchaus hätte ich dann den Ehrgeiz, Auror zu werden. Und ich finde, man sollte jeden Zauber kennen. Auch die verbotenen Freunde. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Mhm. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Ja, komm. Wir sagen es ihm. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich... Naja. Ich weiß es nicht. Doch, nun, eigentlich schon. Wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen.
Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Ja. So wie das kleine Geheimnis, was ich dir anvertraut habe. Bescheid. Dieses Geheimnis wirst du auch nicht weiterreichen, ansonsten sehe ich mich gezwungen, dir in den Arsch zu treten, halt. Hier ist eine Truhe. Geil, Alter. Confringo! Fuck. Was ein saftiger Zauber. Okay, perfekt. Das war, das war auf jeden Fall interessant. Vor allem, weil wir jetzt einfach Ziele, die weiter weg sind, erwischen können. Hallo, Sebastian. Warte. Oh nein. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Nein. Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Drogen sind unnötig. Glaub mir, Ominous. Ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Unhöflich, der Dude. Gut, aber damit, Ladies and Gentlemen, sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung, da lasst mir ein Träumchen. Checkt die Videobeschreibung ab. Partner zu Gaming, Triebwerk und der zauberhafte Merch sind verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit ö. Und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. We'll be right back.